Ja, liebe Freunde, liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen. Deutschland geht den falschen Weg. Deutschland entscheidet sich falsch. Wir stellen uns heute die vierte existenzielle Frage, die Deutschland zu beantworten hat. Und diese Frage lautet: Welche gesellschaftliche Leitkultur wollen wir verteidigen? In kaum einem anderen politischen Bereich sind die notwendigen Entscheidungen derart lange verschleppt worden, wie in der Integrations- und Zuwanderungspolitik. Bis heute wird die existenzielle Frage über die Zusammensetzung und die kulturelle Identität des Staatsvolkes nicht rational debattiert, sondern ganz klar tabuisiert. Die politisch-publizistischen Eliten verkennen, beschönigen und verdrängen die gesellschaftliche Realität und sie stigmatisieren auch jeden Versuch der ernsthaften Diskussion über das Grundproblem. Der Grund für dieses hochwirksame Debattierverbot ist ganz und gar irrational. Es ist der politisch motivierte Wunsch der Eliten nach Überwindung unserer historisch belasteten nationalen Identität. Es ist der linksideologisierte Hass auf Deutschland, auf das eigene. Der neurotische Umgang mit der eigenen Nationalität, mit der eigenen nationalen Identität, führt zu einer ständigen Verklärung und zu einer Heroisierung fremder Identitäten. Die Eliten sagen, Multikulti ist bunt. Und sie wissen ganz genau, dass in Wirklichkeit Multikulti alles andere als bunt, sondern eher Burka Schwarz daherkommt. Und die Generosität, mit der jedwede Zuwanderung durch die deutschen Eliten begrüßt und auf Assimilation großzügig verzichtet wird, geschieht in Wirklichkeit vornehmlich zulasten der unteren sozialen Schichten, die sich zu Recht ihrer Lebenswelt entfremdet fühlen. Während die scheinbare Elite in ihren Bungalows, im Rotweingürtel, in den Städten, sich so gar nicht von Multikulti bedrängt fühlen muss, werden die unteren Schichten tagtäglich von dieser bereichert, bedrängt und ihrer angestammten Lebenswirklichkeit entfremdet. Über die Entstehung von Parallelgesellschaften hat man bis jetzt sehr lange hinweggesehen. Doch das wird zukünftig nicht mehr tolerierbar sein. Das Zuwanderungschaos, welches sich seit September 2015 zu einer weitgehend illegalen Massenimmigrationswelle aufgebaut hat, kann nunmehr nicht mehr länger beschwiegen werden. Diese Zuwanderungsflut wird uns auch nach dem zu erwartenden Zuzug von Familienangehörigen absehbar die Autonomie und die Souveränität über unsere Gesellschaft und Gemeinschaft und unsere nationale Identität sowie unsere gesellschaftliche Integrität ganz klar antidemokratisch und ganz klar rechtswidrig nehmen. Die Transformation der bereits weitgehend entwickelten Parallelgesellschaften zu einer veritablen islamischen Gegengesellschaft ist absehbar. Die deutsche Gesellschaft und die dann existierende islamische Gegengesellschaft werden durch diese ignorante Politik der Altparteien in rigide Auseinandersetzungen und Durchsetzungskämpfe geführt werden. Die Frage, wem die normsetzende Kraft und wem die Kompetenz im gesellschaftlichen Leben zukommt, wird sich nur streitend klären lassen. Es ist zu befürchten, dass es kein Miteinander mehr sein wird, sondern vielmehr ein Gegeneinander. Die zu uns hierher gekommenen Geschenke und die hier bereits in der dritten Generation lebenden Islamanhänger halten ihre Herkunftskultur für so wertvoll und unserer Kultur gegenüber für so überlegen, dass sie diese mit Vehemenz statuieren wollen und auch zu befürchten werden. Die Folge davon wird Chaos, Barbarei und eine neue,
in Deutschland nicht gekannte gesellschaftliche Dysfunktionalität sein. Und wir werden erkennen, dass wir in dieser Situation dann sehr viel Ähnlichkeit haben werden mit den Staaten der Dritten Welt, des afroarabischen und des asiatischen Raums. Deutschland muss darauf bestehen, dass alle legalen Zuwanderer unsere Werte, unsere Bräuche, unsere Rechts- und Moralvorstellungen sowie das kulturelle Erbe der Aufnahmegesellschaft für sich annehmen wollen und auch hier leben wollen. Die entscheidende Voraussetzung für legale Einwanderung ist deshalb, dass wir Deutschen, die wir die Aufnahmegesellschaft sind, uns selbstvergewissernd mit unserer aufgewachsenen Leitkultur beschäftigen. Wir müssen diese Leitkultur formulieren, wir müssen sie verinnerlichen und wir müssen sie verteidigen. Deutschland kann von seinen Einwanderern und ihren Nachgeborenen eine bewusste Entscheidung für die Übernahme der neuen, nämlich unserer kulturellen Identität verlangen. Keinesfalls dürfen wir es dulden, dass die Hierhergekommenen unsere Kultur und unsere Werte ablehnen und ihre Ursprungskultur als überlegen und als wertvoller bewerten. Die Unvereinbarkeit einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung, die die Freiheit des Individuums garantieren will, und einer islamischen Scharia-Gesellschaft, die ganz explizit einen theokratischen Ansatz verfolgt, und in dieser theokratischen Gesellschaft die Freiheit des Individuums gar nichts gilt, diese Unvereinbarkeit muss festgestellt werden. Es muss legitime Rückführungsprogramme geben, auch natürlich auf der Basis humanitärer Überlegungen, auch möglicherweise auf der Basis materieller Vergünstigungen. Die müssen entwickelt werden und die müssen politisch durchgesetzt und in einem sehr hohen Maßstab, also im Millionenmaßstab, auch realisiert werden. Die Politik hat bisher weder die Notwendigkeit noch die Dringlichkeit dieser wirklich existenziellen Grundsatzfrage wahrgenommen. Sie verliert sich in Scheindebatten und riskiert so die Zukunftsfähigkeit von Deutschland. Deutschland ist hier auf einem ganz eindeutig falschen Weg. Beim nächsten Mal wollen wir uns die fünfte der acht existenziellen Fragen, die Deutschland zu beantworten hat, stellen. Die Frage lautet: Haben wir eine linksideologische Indoktrination unserer Gesellschaft? Doch für heute soll es damit sein Bewenden haben. Morgen ist ein neuer Tag und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht, Deutschland.